Leben und schön, dass ihr am Start seid aus Berlin, aus dem nächtlichen, schönen, fast nächtlichen, sagen wir mal so, Berlin. Wir werden heute die Gemüsestars aus Berlin undercover testen. Für die, die immer nicht wissen, Gemüse, nein, ist eigentlich ein Chicken Döner mit Gemüse. Die werden wir undercover testen mit Waage. Ich habe aber Waage vergessen. Zum Glück hat Woolworth noch offen da drüben. Kleiner Fun Fact, als ich noch klein und kriminell war, wurde ich beim Clown da erwischt. Pokémon-Karten. Ach nee, sowas erzählt man ja nicht. Klaut nicht, Leute, klaut nicht. Wir werden direkt dazu eine Waage holen. Die beiden, ich sag mal, beliebtesten, besten, berühmtesten Gemüsedöner. Auch was die Waage angeht, ins Gericht nehmen. Ja, so werden wir es machen. Hallo, hallo. Nee. Auto zu. Ja, so werden wir es machen. Wir sehen uns gleich, Waage. Ich sehe schon, bei Ruyam ist übelst was los. Da ist die Hölle los und das ist 7:45. Nochmal bitte. Aufbewahrungskörbe. Puh, sie können mir einfach mal folgen sonst. Aufbewahrungskörbe. Hier die Dame, hier wäre was zum Einordnen. Da können Sie Ihre Unterlagen, Ihre Bewerbungsunterlagen etc. können Sie da wunderbar. Ja. Alles klar, dankeschön. Sehe ich aus wie ein Verkäufer oder was? Ja, das gleiche wie immer. Hier findest du nichts. Kein Verkäufer, da gar nichts. Egal, falls uns jetzt. Ach, scheiß drauf. Nee, ich gucke jetzt erstmal nach der Waage. Ey. Mann, Mann, Mann. Also, das kannst du knicken, so eine Scheiße, ey. So eine Scheiße. Also, wir gehen jetzt woanders eine Waage holen. Das dauert hier schon wieder ewig. Jetzt muss ich ganz woanders eine Waage holen. Die haben keine Wagen. Wir sehen uns jetzt erstmal bei Eddies und dann bei Ruyam. Ist ja auch von Elias der Lieblingsgemüse-Kebab. Entscheidend ist aber natürlich der Test ohne Kamera, den wir heute machen. So, bitte Ehrenbruder Rewe. Klär uns bitte eine Waage, ey. Lass mich nicht hängen, dann muss ich nicht morgen wieder kommen. So, wir sehen uns erstmal bei Eddies und dann sehen wir uns hier wieder bei Ruyam. Wir sind an der Kamera jetzt bei Eddies am Start. Hier ist zufällig Hakiki auch um die Ecke. Da ist der Bruder, mit dem habe ich mal ein Video gemacht. Das zeige ich gleich nochmal. Das zeige ich gleich nochmal, wenn hier die Gäste weg sind. Ihr wart jetzt ja noch nicht bei Ruyam. Ich war schon bei Ruyam. Oh, das wird noch wild da drüben, sage ich euch jetzt schon mal. Da ging einiges, aber wir sind erstmal hier. In erster Linie geht es ja um Döner. Jetzt brauchen wir einen Undercover-Agenten. Wir machen aber fixe Nummer. Hier machen wir ganz fixe Nummer draus. Hier ist mein bester Mann von Hakiki nochmal. Wir haben schon mal gedreht. Gut, danke, danke. Dir auch, ja? Ich mache hier, ich überlege mir gerade noch. Ich überlege mir noch. Ich habe Angst, dass er den Kollegen anruft und sagt, ich mache Undercover. Der Spieß wiegt mehr als du. Ja? Ja, ich glaube schon, Mann. Wo kommst du denn? Zu euch meinst du? Ja? Zu euch? Weiß ich nicht. Ich rede immer mit dem anderen da vorbei. Die besten Gespräche meines Lebens waren mit ihm. Machst du besten Döner, ne? Ich blende mal unser altes Gespräch ein. Ich habe so gelacht, unser altes Gespräch damals, als ich das letzte Mal bei dir war, habe ich ein kleines Video zusammengestellt und habe mich kaputt gelacht. Ja. Holle, genau. Holle. Kräuter, und scharfe Soße. Ich nehme alle, glaube ich. Alle Soßen nehme ich drauf. Ja. Machen viele alles drauf, ne? Alles viele? Ja. Sehr gerne. Kann ich einmal reinkommen bei dir? Ich habe eine kleine Überraschung für dich quasi. Okay. Perfekt, geil. Ich wollte eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählen, ne? Also früher, ich habe ja auch mal normal gearbeitet, ne? Bevor ich YouTube gemacht habe. Irgendwann hat meine Mutter hat zu mir gesagt, was ist eigentlich mit deiner Steuererklärung? Du kriegst mit Sicherheit Geld wieder, ne? Und dann habe ich zu gesagt, keinen Plan, weil ich habe damals auch immer Schiss gehabt, Steuererklärung, keinen Plan. Hatte ich direkt Brett vom Kopf. Der hat sie das für mich gemacht und ich habe echt dick Cash wieder bekommen. Was würdest du sagen, wenn ich dir sagen würde, dass 9 von 10 Leuten im Schnitt 1095 Euro zurückbekommen, wenn sie die Steuererklärung machen? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit auch bei dir liegt bei 90%, dass du 1095 Euro wieder bekommst. Ist gut, oder nicht? Ja, natürlich. Ist gut. Also nochmal für euch. Es war wirklich keine erfundene Geschichte, es war wirklich so damals. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, wahrscheinlich bei vielen. Steuern, oh, da schwillt der Kopf an und man hat keinen Bock auf den ganzen Kram. Und da kommt halt Taxfix ins Spiel. Das ist eine App für eure Steuererklärung. Ganz easy, unkompliziert und vor allem kostenlos. Ihr könnt kostenlos das Ganze durchgehen und könnt am Ende sehen, kriegt ihr Geld zurück oder nicht. Aber ihr habt kein Geld bezahlt. Passt auf, es geht einfach. Könnt ihr entscheiden, geht ihr selber durch die App oder macht ihr das Ganze mit einem unabhängigen Steuerberater? Dann beantwortet die Frage. Ganz normal nach dem Taxfix-Fragen-Antworten-Prinzip. Easy, das Ganze wird dann geprüft. Entweder von Taxfix, je nachdem, für welchen Service ihr euch entschieden habt, oder vom unabhängigen Steuerberater. Dann seht ihr direkt und unmittelbar die möglich errechnete Steuerrückerstattung. Ihr seid also im Punkt, seht, wie viel Cash bekomme ich zurück? Und 9 von 10 Leuten bekommen im Schnitt 1095 Euro zurück. Also macht euch doch mal den Spaß, klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Mit dem Code Holle kriegt ihr sogar noch 5 Euro Rabatt und schaut einfach, ob ihr Geld zurückbekommt. Wenn nein, egal. Wenn ja, bucht den Service ab 39,99 und kriegt Cash zurück. Fertig aus. Die Entscheidung liegt bei euch und ihr seht ab dann, Steuern ein easy Thema. Mit Taxfix ist das easy. Ihr werdet ab dann kein Geld mehr auf der Straße liegen lassen. Viel Spaß im weiteren Video. Ich mach sogar Folgendes, ich zieh noch eine Jacke über. Das ist mir ein bisschen zu fröstlich. So, hier sind meine Undercover-Agenten. Perfekt. So, jetzt werde ich aber schnell.
auf Undercover-Basis die Kamera. Oh, was mache ich denn hier? Hat das jemand gesehen? Oh, das war die dämlichste Aktion, die ich je gemacht habe. Wo ist meine Mütze? Ich habe gar keine Mütze. Ach doch, ich habe eine Mütze. Ui, ui. So, die Kamera muss ich eben verstecken hier. Damit ihr auch einen Eindruck habt, nochmal, wie das aussieht da, werde ich jetzt, das nehme ich aber natürlich nach meinem Test erst auf, einmal noch hingehen und euch den Laden zeigen. So, das können wir machen. Und dann sehen wir uns wieder hier. Moin, ihr Lieben. Hey, Holle, grüß dich. Da ist mein bester Mann, ey. Grüß dich. Nee, nee, nee. Ich habe diesmal Undercover-Test hab ich gemacht. Ich merke schon, aber du, ja. Bei uns gibt's ja, du siehst ja. Da ist er, der gute Spieß, Leute. Damals bei Adam und Eva. Alles wie beim Ursprung, ne? Ich muss aber eins dazu sagen, ja. Wir haben jetzt zweiten Laden. Habt ihr jetzt, ja? Kannst du es mit ja, kann ich einnehmen. Und zwar ist er am U-Bahnhof Leinestraße, ja. Oben. Gleich der direkte MS, echt ja. Gemüse gehabt. Da kannst du gerne mal hingehen, dass mein Bruder. Stark. Das kannst du dich gerne verkünstigen lassen. Ja. Auf meinen Nacken. Oh, mega, mega. Habt ihr gehört? Neuer Laden von Eddies auch. War auch wieder nötig mittlerweile. Okay, geil. Also, wir machen so, ich zeig einfach nur kurz einmal den Laden, weil ich war ja gerade schon da und dann habe ich noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Mit mir? Ja, habe ich noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Da machen wir später gleich. Erstmal zeige ich nur noch. So ein Hühnchen hier. Ja, so ein Hühnchen, genau. Aber ich mache jetzt keinen Döner mehr, ich snack nur höchstens ein Stück Fleisch von dir, okay? Ja, dann mache ich das. Oh, geil. So, für euch auch noch mal der Laden hier von außen. Ganz kleines Ding, ne? Aber das scheppert. Nicht nur meine Meinung, also die Stimmen nach außen, der beste Gemüse-Kebab in Berlin. Wir sehen uns jetzt erstmal bei der Verköstigung und dann sehen wir uns hier nochmal, weil ich, wie gesagt, ein Hühnchen mit dir zu rupfen habe. Ja, da seid gespannt. Und zurück zum Undercover-Test. Döner kommt genau jetzt. Okay, das sind die zwei Ehrenmann und Ehrenfrau. Korrekt. Ich filme da mal einmal schon mal drauf hier. So gemein, dass ich den zweiten Test schon weiß. Oh nein, ich habe eine Sache ja vergessen. Jetzt muss ich Gas geben. Wir müssen den wiegen. Scheiße, ey, Gas. Oha. Um verstehen zu können, warum ich an der Stelle so erschüttert bin, braucht ihr auch das Ergebnis von Rüham. Deshalb werde ich noch einen Moment warten und euch beide Ergebnisse im Kontext zum Schluss aneinander stellen. Also eins kann ich euch schon mal sagen, das Fleisch sieht mega aus. Bei Eddies ist das Fleisch echt mal Trumpf gewesen. Das war das, was ihn für die meisten und auch für mich zum besten Gemüse-Kebab in Berlin gemacht hat. Ganz knuspriges Brot. Hähnchen einfach durchdringen. Der typische Hähnchengeschmack, aber intensiviert. Wir haben ja diese Schießpistole mit ihrem Gewürz. Alles Geschmacksverstärker des Todes, keine Frage. Aber darum geht's hier nicht. Wir sind im Nicht-Self-Mit-Ranking. Alle Sachen erlaubt. Es ist einfach todesfrisch. Die frische Strotze in diesem Döner. Hier auf der anderen Seite das deftige, frittierte Gemüse. Mit dem typischen Frittiercharakter, was einfach so eine Wärme im Döner ausstrahlt. Ich mag es aus dem Ofen lieber beim edlen, cleanen Döner, weil dann ist dieser Geschmack von Gemüse einfach teilweise, wenn es ein gutes Gemüse ist, richtig intensiviert. Beziehungsweise geht nicht verloren, obwohl das Gemüse weich und geschmeidig ist. Und hier ist halt dieser Fritteusencharakter, passt aber hierzu. Passt einfach. Kräuter oben drauf, die Zitrone oben drauf. Dill haben sie sogar oben drauf. Passt super zu dieser Zitrone, zu der Säure, die da drauf ist. Du hast gefühlt einen frischen, geilen Salat im Döner drin und nicht irgendwie nur so Matschkram. Das ist ein cleanes Ding. Das ist ein starkes Ding. Die Kartoffel, du merkst, wie kross sie ist. Dieser Bratkartoffelcharakter, er kommt hier durch. Die machen das gut. Aber Fleisch fehlt. Das erste Mal undercover. Man kann doch verstehen, wenn jemand mit Kamera kommt, gibt es sein bestes Produkt. Völlig weltfremd von dem, was ein normaler Kunde kriegt, ist aber dann wieder auch nicht richtig. So ein Mittelding. Im Vergleich zu mit Kamera ist hier wirklich viel weniger Fleisch. Das Frittiergemüse. Geil, geil, geil. Als wäre da eine Würzpaste drauf. Eine Paste aus Paprika, vielleicht sogar ein bisschen Kümmel. Geschmeidig wie draufgeschmiert. Alleinstellungsmerkmal. Aber ihr seht, Leute, es fehlt hinten und vorne an Fleisch. Ich finde diese Undercover-Tests so, so wichtig und so, so interessant auch, das mal aus normaler Kundenperspektive zu sehen. Das ist so wichtig. Es ist einfach ein Snack. Die Döner könnten nicht anders sein. Im Vergleich, ihr seht das gleich bei Rüham. Weltenunterschied. Worauf bezogen werdet ihr gleich sehen.
mit den geilen süßlichen Soßen. Das ist Macht, Leute, das ist Macht. Dann kann ich sogar die Berliner verstehen, die sich ein Soßenbrot holen. Bei den Soßen der Kombi. Das ist so ein Berliner Ding für die, die es nicht kennen. Korrigiert mich, liebe Berliner. Ihr holt euch Dönerbrot und macht einfach Soßen drauf. Ne? Das ist nicht klasse. Oh. Da kamen noch mal die Kräuter durchgeschossen, auch am Schluss. Das wird wild, Leute. Dieser Vergleich ist sehr geil. Wild. Ich hoffe, ich noch wild sagen. So gemein, dass ihr den zweiten Teil noch nicht gesehen habt, aber ihr seht ihn jetzt. Viel Spaß bei Rühren. Bevor wir zu Rühren gehen, seht ihr jetzt noch, wo ich ihn drauf ansprechen werde, dass es mit dem Fleisch echt mau war. Das werde ich Ihnen jetzt noch sagen. Dass der Döner geil war, richtig geil, aber dass das Fleisch gefehlt hat. Und dann sehen wir uns bei Rühren. Einmal, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, ihr habt ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Ja. Ich war ja sonst immer mit Kamera da, ne? Ja. Also der Döner davon erstmal hat super geschmeckt wieder. Saugeil. Letztes Mal. Nee, heute. Heute. Ich habe ja schon undercover getestet. Ich habe ja einen schon geholt. Gemacht, du hast gemacht, der Belgien-Mach ist vorbei, da hast du keine Chance. Der hat prächtig geschmeckt, aber ein Haken, war ganz wenig Fleisch drin. Echt jetzt? Ja, es war echt sehr. Warum? Ich dachte, hier, da muss noch Fleisch drin. Ja, ist so. Da müsst ihr drauf. Wenn ihr da wieder an den Status kommt, ein bisschen mehr, okay, da, das war schon deutlich weniger zur Kamera. Okay. Aber trotzdem, wirklich ein Brett war das, Eddie. Guck mal hier, den hier, zack, ja. Ja, nee, da machen wir natürlich ein bisschen mehr Fleisch. Ich meine, ich bin ja eigentlich nicht so, dass ich mit dem Fleisch spare, aber ich bin immer der Meinung, wenn ich die Leute zu viel Fleisch reinhaue, die sollen dieses Gefühl haben, wenn sie gestern einen Döner, esse ich noch einen oder komme ich morgen wieder. Dieses Gefühl sollen die Leute bei mir haben. Mhm. Und nicht dieses, oh, ich bin voll, ich kann nicht mehr. Ja. Das haben sie überall, das kann jeder. Ich lasse das einfach so stehen, Leute. Ihr könnt ja sonst euch in den Kommentaren auch immer äußern. Aber wenn ihr natürlich wollt, mehr Fleisch, ich gebe von Herzen noch mehr Fleisch. Okay, einfach sagen, mehr Fleisch und fertig. Dann gibt es noch mehr darauf. Okay, okay. Ich bin der Letzte, der hier einsagt. Perfekt. Also entspannt euch alle und kommt vorbei. Alles klar, wir sehen uns jetzt bei Rüyam drüben. Zurück bei Rüyam. Wir sind jetzt hier mit Waage und mit Schale am Start schon. Ich suche jetzt einen Undercover-Agenten. Ja, und dann gucken wir, was die Wahrheit spricht. Oder, ja. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, so wollte ich sagen. Da hinten, dicke Schlange, dick was los. Da bin ich gespannt, bei dem Andrang, ohne Kamera, ob die performen. Lasst euch überraschen. Jungs, darf ich euch einmal was fragen? Können wir einen Gefallen tun? Ja. Ich brauche einen Undercover, einen Döner von Rüyam. Ich würde euch einladen, ihr könnt auch essen. Habt ihr Hunger? Ja, schon gegessen. Habt ihr gerade gegessen? Nein. Würdet ihr mir trotzdem Döner rausholen? Können wir machen. Ach, geil, die Kuss. Korrekt, Jungs. Warte, ich gebe euch Geld eben noch. Wartet. So schnell geht das mit einem Undercover-Agenten? Ja, warten wir. Gleich haben wir den Döner am Start. Ich feiere das so hart, wirklich auch jetzt die Preis-Leistung mal mit einzubeziehen. Das ist mit dieser Waage so ein Upgrade. Die Idee nochmal, ich hatte in meinem ersten Video damit eingeblendet, wie es jemand mir geschrieben hat von euch in den Kommentaren. Für Anregungen immer rein in die Kommentare. Bam, bam, bam. Scheiße, ich habe einen Mitarbeiter gesehen, der kommt jetzt vorbei. Ich mache auf ganz undercover hier, aber Kamera muss ich verstecken. Da ist er. Ich mit meiner Waage hier, ey. Kommt gar nicht gut. Achso, und dann alle Pappenheimer. Ich war bestimmt schon 5-mal in dem Laden und habe mit sämtlichen Mitarbeitern geredet. Deshalb geht es natürlich nicht, dass ich da selber reingehe und einen Döner hole, weil ich dann auch mit Sicherheit einen Bonus kriege. Weil die, ja, ich kriege halt meistens Bonus, ist halt so. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Da schreiben immer ein paar Schaumeier ein, hättest doch selber reingehen können, so. Kennen die alle. Bringt nichts. Könnte höchstens Glück sein, dass neue Mitarbeiter dabei sind. Aber was bringt denn Undercover-Test? Dauert auch ewig hier, ey. Ewig. Warte schon wirklich mehr als eine halbe Stunde. Also während wir hier auf den Döner warten, zeige ich euch vielleicht noch mal einmal von außen hier. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist jetzt nach dem Video. Nach dem Video. Ich zeige euch das jetzt mal eben mit meiner Waage hier. Zeige ich euch den Laden kurz, weil ich muss echt lange warten. Ihr werdet noch sehen. Ich dachte, ich wurde abgezogen. So viel war hier auch nicht los, dass es bis jetzt so lange gedauert hat. So, da ist der gute Spieß. Mir aber so der Laden ganz entspannt klein. Langsam glaube ich, die haben mich abgezogen, Mann. Ich war denn dreiviertel Stunde bestimmt schon. Ich habe nicht mal ein Handy mit. Oh, das gibt es doch nicht. Also jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Jetzt Spaß beiseite. Ich wurde echt abgezogen. So wie es aussieht, wurde ich echt abgezogen. Also ich warte über eine Stunde jetzt. Das kann ja nicht sein. Ich sehe ja die Schlange. So lang ist die Schlange jetzt auch nicht. Ah, Mann, ey, das ist so nicht wahr. Ich glaube, das sind sie doch, die Jungs. Oh, Mann, ey. Gar nichts, gar nichts. Ich fotografiere nicht. Ich mache hier ein Döner-Video. Genau, hier vom Rühr. Ja, ja, gibt's alles heute. Sind das meine Jungs jetzt? Oh, tatsächlich, ey. Ich glaube, es geht los. Oh, scheiße, Jungs. Ich dachte, ihr habt mich abgezogen. Ich dachte ehrlich, ihr habt mich abgezogen. Ich hab's ihm gesagt, aber er hat trotzdem reingebracht. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir gucken mal, kannst du das vielleicht einmal aufmachen? Nee, dann filme ich hier so drauf, weil beides mit Dings kriege ich nicht hin, richtig? Da ist er, Leute, eingepackt gewesen. Geht jetzt nicht anders. Wir werden mit Sicherheit keinen neuen jetzt rausholen. Oder würdet ihr noch einen rausholen, Jungs? Ja, ja.
Danke, Jungs. Warte, jetzt brauche ich euch noch einmal ganz kurz. Könnt ihr stehen bleiben? Ihr könnt da stehen bleiben. Jetzt könnt ihr den einmal aus der Alu rausholen. Wir haben nämlich ja hier unsere Waage parat. Und jetzt gucke ich mal. Oh, das Dönerpapier kennen wir schon. Das wiegt etwa 4 Gramm. Direkt Kräuterexplosion, aber extrem und frische Kräuter. Jetzt nicht auf die Soßen bezogen. Jetzt hocke ich hier schon wieder wie ein Idiot, Mann. Leider ist es relativ dunkel. Soßen sind geil bei Rührern. Sind zwar die Standard-Kräuterclub aus Schafsoßen, die jeder hat, aber sind geil. Schafskäse mit der säuerlichen Note. Die Soßen schicken so rein. Also Frische ist extrem. Wir werden sogar Minze dieses Mal drin haben. Er hat einen ganz anderen Charakter als sonst. Boah, kommt der Kümmel rein, außen vom Brot. Ganz anderes Feeling als sonst die Male bei Rühren. Die machen dicken Döner. Schön knusprig von außen das Brot. Platzt sogar von unten auf. Und jetzt erst kommt das frittierte Gemüse, jetzt erst. Eine charakteristische, sehr auffällige Sache ist bei dem Döner. Es fühlt sich wie eine Masse an. Es gibt diese Döner, die komplett aufgeschichtet sind, der fühlt sich wie eine Masse an. Nicht, dass sie es jetzt im Topf geshakt haben, das nicht, aber es ist irgendwie eins. Es ist eins. Inzwischen bei vielen Dönern nervt Schafskäse. Hier kommt es echt geil, wirklich super. Einzige Negative bisher bei dem Döner, Fleisch geht unter. Fleisch optisch nicht so ansprechend, Fleisch auch so ein Biss, generell Geschmack kaum vertreten, kaum präsent. Aber nichtsdestotrotz, Gesamtdöner-Feeling stark. Kriegst du in Hamburg so nicht. In Hamburg gibt es inzwischen 1, 2, 3 Vertreter, die kriegen es nicht so hin. Ja, bist du Holle? Ja. Bist du ein Döner von Rühr? Ist der Besitzer. Du bist der Besitzer? Ja. Ey, ich hab den schon von euch, Mann. Ich mach grad Undercover-Test. Ach so, so. Ich schwöre. Hier nimm's, ja. Jungs, danke, danke. Ich hab heute Fressdur hinter mir. Ich würde sehr gerne. Ist gut, der Döner. Ey, ist gut, ist gut. Danke, Jungs, danke. Nee, ich darf nicht zu viel. Ich hab heute schon 3 Stationen gegessen schon. Plus, Alter. Masse. Nee, dann geht der Bauch irgendwann so. Sehe ich aus wie mein Vater. Ich dreh mal weiter hier, Leute. Ne? Freut mich, Jungs. Danke, danke. Ja, dann lasst euch schmecken, ne? Macht euch schönen Abend. Ciao, ciao, danke. Kommt der Chef, ich mache einen Undercover-Test. Sohn vom Chef. Dann wenigstens beim Königsbiss. Hier kommt das Hähnchen durch und auf Oldschool-Basis. Nicht so wie du es bei Eddie kennst oder bei vielen Gemüse-Kebab-Vertretern. Dieses knackig krosse, typische Feeling vom Gemüse-Kebab, wo du gefühlt die Scheiben, wie sie abgeschnitten sind, merkst in deinem Mund. Nein, dieses feine, kleine, eher bröckelige Fleisch. Und geschmacklich Oldschool. Oldschool-Hähnchen-Feeling. Oldschool-Trick, wenn du keine Servietten hast, nimm die Socken. Glaub mir, habe ich vom weisen Mann gelernt. Juckt niemanden. Wir sehen uns gleich bei der Gesamtbewertung. Also ich tue den Jungs hier von Rühren mal einen Gefallen. Die wollen nicht gesehen werden, Chef auch nicht. Aber ich tue denen einen Gefallen, ich grüße. Uisa. Aka Halil. Aka Halil. Ja, und Ali Charoue. Und Ali Charoue. Seine Hose. Seine Hose. Hat ein Loch. Hat ein Loch. Und seine Schuhe fliegen hoch. Und seine Schuhe fliegen genau, hoch. Spieße sahen nicht so geil aus, fand ich. Hat sie im Geschmack wiedergespiegelt, außer im letzten Biss. Letzter Biss war geil, aber sonst so ein Döner, das wäre dir einfach das Sahnehäubchen gewesen. Das Sahnehäubchen auf allem. So, da ich jetzt noch nicht bei Eddies war, ihr das schon gesehen habt, nehme ich die Bewertung erst nächsten Tag auf. Und genau da sehen wir uns jetzt gleich. Zur Bewertung. Wieder an anderer Ort und Stelle. Während ich hier längs walke, gibt es ein paar Worte von mir. Oder sammle ich mich lieber? Ihr kriegt da vorne ein paar, sonst habe ich hier wieder die ganze Zeit nur Scheiße. Also kritisches Ding jetzt, Mann. Sehr kritisches Ding. Und ich werde gleich auch noch mal dem Eddie eine Chance geben, sich dazu zu äußern. Nämlich zu dem 100-Gramm-Preis. Weil das ist das, was am meisten reinkickt. Da werde ich gleich was zu sagen. Der 100-Gramm-Preis bei Rühren und bei Eddies ist maximal unterschiedlich. Und jetzt checkt ihr auch, warum ich vorhin so schockiert war. Eddies wiegt einfach mal die Hälfte von dem Döner bei Rühren. Auch der 100-Gramm-Preis geht in die Richtung doppelt so teuer. Wenn wir alle Döner, die wir bisher getestet haben, aneinander rein, ist Eddies auch fast doppelt so teuer als alle anderen. Da werden wir gleich den Eddie drauf ansprechen. Erstmal weiter im Video. Und ich finde das wichtig, sowas auch mal zu beleuchten. Wir sind in Zeiten, wo auch nicht bei jedem die Knete so locker sitzt. Ich kann euch erstmal grob sagen, zu welchen würde ich gehen? Unter den Bedingungen, selbst wie sie eben waren, wenn ich meinen aussuchen würde, ich würde trotzdem zu Eddies gehen. Aber ich würde sagen, pass mal auf, Euro mehr und mach mehr Fleisch drauf. Und dann ist es einfach komplettes Brett. Und man muss dazu auch noch sagen, Fleischqualität, Leute. Und das
was ist das? Ich kann es euch sagen, beim Döner, was ist das Teuerste? Ist das Fleisch. Klar, das rechtfertigt vielleicht jetzt nicht so einen Unterschied gleich im 100-Gramm-Preis, aber natürlich wiegt es schon schwer. Aber das Fleisch ist bei Eddie 10-mal heftiger. Bei Rüham geht es unter und ist auch nicht das Beste. Bei Eddies ist Fleisch der Trumpf. Und in dem Sinne, ich denke, ich habe vorhin alles gesagt zu den Dönern, kann ich eigentlich zur Bewertung kommen. Also Rüham, eher Kraut und Rüben, alles gemixt. Wie ich gesagt, das ist so wie, als wäre alles eins. Was aber gar nicht schlecht ist, es passt zu dem Döner, es ist gut. Nur halt, dass das Fleisch irgendwie untergeht und ein Upgrade benötigt. Aber trotzdem, Gesamtgeschmack, einfach alles ausgeblendet, ohne jetzt zu analysieren, gibt es trotzdem 8,5, weil das Ding einfach trotzdem fetzt. So, Eddies kriegt von mir clean. Das ist so sauber, der Döner ist so sauber, er ist clean. Er bringt Spaß zu essen, du schmeckst alles raus. Fleisch, ein Brett, kriegt auch unter den Bedingungen noch eine 8,8 von mir, weil es einfach trotzdem sau, sau lecker war. Im Gemüsedönerbereich, Hamburg, überall, alles andere kann einpacken. Aber der 100-Gramm-Preis, das ist das Ding. Und da werden wir gleich den Eddie nochmal ansprechen. So, Bruder, ich brauch dich noch einmal ganz kurz, ja? So, ich habe jetzt eben Bewertung abgegeben, ne? Ich habe nämlich Rüham auch schon getestet, habe ich dir gar nicht gesagt. Und ihr seid die Eins. Also das ist, das ist... Obwohl, so wie die Fleisch drüber sagst. Ja, trotzdem, es ist keine Frage. Aber eins muss ich sagen, da bin ich eher Fan, dir das zu sagen, nicht, dass du es im Video erst siehst. Ihr müsst an einer Menge arbeiten, weil ich weiß, was ich inzwischen immer mache. Ich nehme sogar Waage mit und ich gucke nicht mal 100 Gramm Preis. Hast du Feinwaage, Pesola oder was? Nee, die für den feinen Stoff brauche ich noch nicht. Und ihr wart beim 100-Gramm-Preis von, ich guck noch mal eben, 2,05 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. 2,05 Euro. Was war da drin ungefähr an Gramm, wenn ich mal wissen durfte? 295. Mit dem Gemüse gemischt oder? Nur alles drin. Nee, alles drin. Alles drin. 200. Auch Salat? Nein. Doch, alles. Der komplette Döner 295. Okay. Und Rüham war mit einem 100-Gramm-Preis von 1,20 Euro. Die hatten 575 Gramm drin im Vergleich von euch 292. Also ein bisschen mehr drin wie wir fast. Ja, also euer. Ey, ich sag dir echt, woher das kommt. Woher? Ich bin nicht falsch. Ja, ja. Wenn jemand mehr Fleisch haben, gebe ich ihm gerne. Wir sind halt die hier wirklich Qualität versuchen zu machen. Ich mache das nicht aus Geiz. Nee. Ich weiß genau, wenn ich dir zu viel Fleisch reinmache, das ist der Mensch von diesem Döner, der die Schnauze voll hat. Keine Frage. Ich möchte das wirklich dagegen angreifen, indem ich dem einfach die gesunde Regel reinmache und wenn er halt mehr haben will, gerne mehr gebe. Aber er soll das Gefühl haben, es ist noch einer, da komme ich morgen wieder. Das Einzige ist halt, da kann ich die Leute auch verstehen, bei manchen sitzt das Portemonnaie nicht so locker. Die wollen einen essen und dann richtig satt werden. Kein Problem. Ich bin wie bei der Deutschen Bank, reden Sie mit uns. Genau. Ich bin sechs Obdachlose, die jeden Tag herkommen, seit 5 Jahren essen. Geil. Sonst, das mache ich nicht wegen der Kamera, sondern weil wir das einfach so stark machen. Dafür meine Hand nochmal. Nee, nee, alles gut, also, ich wollte es hier nur sagen, aber ich kann das verstehen, die. Ja. Alles gut. Also, wie gesagt. Ihr macht ein bisschen mehr Fleisch und dann passt alles. Ja, hau rein, die. Ciao, 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 ciao. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, euch gefällt das. Leute auch mal konfrontieren. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zum Video sagt, zu dem Format. Auch mal meine Courage, da nochmal hinzugehen, ihm das zu sagen. Grüßt euch. In dem Sinne, lasst den Daumen oben scheppern. Wenn ihr kein Abo dagelassen habt, tut es unbedingt und dann sage ich bis zum nächsten Mal.